Hallo Leute, in diesem Video geht es um tägliche Herausforderungen. Und zu meiner ersten Herausforderung bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Sie ist mir in den Schoß gefallen. Ich reite hier nur beim Schlachter vorbei und sehe, wie auf der Karte, wie man sieht, ein roter Punkt, also dunkelroter Punkt, einen blauen bekämpft. Ich wollte jetzt mal helfen. Aber der Kollege hat das schon alleine erledigt. Beim Schlachter, das geht mir sowas von auf den Keks. Aber wie ihr auf der Karte seht, von hinten nähert sich so ein komischer lila Punkt und legt auch gleich auf mich an. Und da ploppt auch schon die Nachricht auf. Tägliche Herausforderung. Spieler vom Pferd aus mit Sprengstoff getötet. 1 von 3. Ich hatte Explosivmunition geladen, zum Glück. Und dieser Typ läuft mir schon wieder über den Weg. Das waren dann jetzt schon mal 2 von 3. Und wie der Zufall so will, da ist er schon wieder. Er schießt mir den Hut vom Kopf. Und das war's auch schon. Und jetzt bekommen wir 0,1 Gold für diese erste Herausforderung und 200 XP. Okay, das lasse ich mir gern geschehen. Jetzt habe ich mir die Herausforderung mal genauer angeschaut. Was ist denn da überhaupt jetzt Programm heute? Also Streifen, Skunks gehäutet, 2 müsste ich. Kräuter essen, 5. Showdown-Serien gespielt, 3 werden gefragt. Gegenstände an einen Hehler verkauft, 5. Kleine braune Fledermäuse gesammelt, 3. Betrunken geworden, okay, das schafft man leicht. Spieler vom Pferd aus mit Sprengstoff, haben wir erledigt. Kräuter wachsen überall. Klettwurzel, schmeißen wir gleich mal 2 ein. Okay, Kräuter gegessen, 1 von 5. Und das zweite Kräuteressen wird dann nicht mehr angezeigt. Genauso wie das zweite Mal Abschießen vom Pferd aus. Jetzt dachte ich mir, schaust mal in deine Tasche, hast ja immer Kräuter dabei. Und da werfen wir jetzt mal Ackerminze ein. Das würde jetzt schon die 4. sein, weil ich hatte unterwegs schon noch was gegessen. Und dann machen wir mal noch ein Ginseng. Ginseng hilft gut gegen Schlangenbisse, aber ich hatte 10 und da können wir uns jetzt mal 1 davon leisten. Und tägliche Herausforderung geschafft, Kräuter gegessen, 0,1 Gold und wieder 200 XP. Okay. Das finde ich eine schöne Sache. Jetzt wollte ich natürlich an den Hehler verkaufen. Und was ist das Einfachste? Hier in dieses Haus in der Nähe von St. Denis. Da gibt es 2 Schmuckteile. Die nehmen wir uns von der Kommode, also aus der Kommode und aus dem Schrank. Und ein starkes Wundertonikum wäre auch noch da gewesen. Jetzt habe ich die Lobby gewechselt, zwischendurch noch ein Krokodil gehäutet. Komme in das Haus zurück, Schublade steht offen, Schrank steht offen, nichts mehr mit Lobby wechseln und Schmuck farmen. Das hat Rockstar jetzt beseitigt. Das finde ich sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Das war nämlich eine sehr, sehr gute Einnahmequelle. Jetzt musste ich hier beim Hehler und vorher noch bei der Rinderfarm Schmuckteile abgreifen, damit ich überhaupt das vollkriege, um meine tägliche Herausforderungen mit dem Schmuck, also an den Hehler verkaufen. Ich wüsste nicht sonst nicht, was ich an den Hehler verkaufen sollte. Also Schmuckteile könnten sie auch anders machen, dass man an den Hehler meinetwegen noch Pferdeerwecker farmen kann, also finden und dann verkaufen kann. Aber ich kann jetzt nur Schmuckteile an den Hehler verkaufen und das machen wir jetzt auch. Dann ist wieder eine Herausforderung erledigt. Aber das mit dem Lobbywechseln, Schmuckfarmen, Lobbywechseln oder Schmuckfarmen und schön looten, ist wirklich traurig, dass das nicht mehr geht. Hätte ich das gewusst, ich hätte doch vorher noch tagelang nur Schmuck gefarmt, um noch mehr Dollar auf die Seite zu bekommen. Das ist echt traurig, dass das nicht mehr funktioniert. So, tägliche Herausforderung. Gegenstände an einen Hehler verkauft. 4 von 5. Haben
haben wir jetzt 4 von 5? Nein, 5 von 5 steht doch da. Okay, die Anzeige war falsch. 0,1 Gold gab es trotzdem. Und die 200 XP. Die anderen Serien, also Showdown-Serie, schaffe ich heute nicht mehr. Streifungsgungs auch nicht. Weil es läuft ja in 6 Stunden 52 Minuten ab. Ich muss auch noch schlafen. Aber nach getaner Arbeit, das ist ja fast wie im richtigen Leben. Wenn mein Kollege mir erzählt, er geht nach Hause und trinkt seinen Wodka. Ja, und wir trinken jetzt hier einen Whisky. Also betrunken werden ist jetzt das Einfachste. Ich bin froh, dass in der Kiste heute Whisky drin war. Stellt euch vor, ich hätte jetzt mit Bier betrunken werden müssen. Das wäre jetzt, naja, das wäre ein bisschen viel gewesen. Da hätte er bestimmt noch kurz zum Pieseln rausgemusst. Aber schade, schade, schade. Lobby wechseln, Schmuckfarm ist nicht mehr. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei Red Dead Online. Ciao.